öncesi düzenlenen en iyi işletmeler ödülünün yükselenler dalında Sırrı Karabağ adlı iş adamımız birincilik ödülüne layık görüldü. 3 kategoride yapılan kurucu ödülü yarışmasında elektrikli otomobil üreten Karabağ Elektro Auto GmbH'nın sahibi Sırrı Karabağ birincilik ödülünü aldı. ...300'den fazla elektrikli otomobili Hamburg caddelerinde gezen iş adamımız elektrikli otomobilin gelecekte vazgeçilmez olacağını söyledi. Betrieben natürlich von einem E-Motor. Welchen Stellenwert haben Autos eigentlich im Leben des Unternehmers? Ödül törenine başta Hamburg Eyalet Başkanı Olaf Scholz olmak üzere Hamburg Başkonsolosumuz Devrim Öztürk, Ticaret Ateşesi Şevket Ilgaç, Haspa Yönetim Kurulu Sözcüsü Doktor Harald Fogelsang, Hamburg Zanaatkarlar Odası Başkanı Josef Katzer ve çok sayıda iş adamıyla davetli katıldı. Es gibt auf der Welt Unternehmer und es gibt viele Unterlasser. İş adamı Sırrı Karabağ'ın ödülünü veren Hamburg Zanaatkarlar Odası Başkanı Josef Katzer yaptığı konuşmasında iş adamımızdan övgüyle söz etti. Es gibt auf der Welt Unternehmer und es gibt viele Unterlasser. Ich finde, das ist ein schöner Satz, vor allen Dingen ein typischer Satz für den diesjährigen Preisträger in der Kategorie Aufsteiger. İş adamı Sırrı Karabağ ise yaptığı konuşmada başarılarının devam edeceğini söyledi. Was für Potenzial sehen Sie da in Hamburg? Jetzt muss ich ein zweites Mal noch ein Zitat von unserem Altbundeskanzler Herrn Schmidt wieder bemühen, der mal gesagt hat, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, aber ich habe ganz bestimmte Vorstellungen dazu. Und meine Vorstellung sieht eigentlich so aus, dass wir uns zunächst mal damit befassen müssen, was sich eigentlich alles verändert, wenn Elektrofahrzeuge sich auf dem Markt durchsetzen. Es beginnt nämlich alles bei Null. Es muss alles neu gemacht werden, neue Forschung, Entwicklung, neue Mitarbeiter müssen gefunden, ausgebildet werden, weil es sind nämlich nicht mehr die Kfz-Mechatroniker, es sind nicht mehr die Maschinenbauer, es sind die Elektrotechniker, die im Vordergrund stehen. Das sind viele Tausend, viele Zigtausend, die wir brauchen. Wir brauchen neue Produktionsanlagen und wir brauchen neue Vertriebswege. Wir brauchen, und das ist das ganz Entscheidende, ein komplett neues Servicenetz, weil die üblichen Servicenetze überhaupt nicht dafür befähigt sind, Elektrofahrzeuge später zu unterhalten. Das heißt, wir fangen bei Null an. Und wenn wir jetzt alle wissen, dass wir bei Null anfangen, dann sind die Voraussetzungen für eine Stadt wie Hamburg genau dieselben, mindestens genau dieselben wie die, beispielsweise in Baden-Württemberg, in Stuttgart oder in Wolfsburg. Das heißt, wir können uns darauf konzentrieren und genauso viel Mühe geben, möglicherweise Autostadt zu werden, wie die anderen auch. Ödül töreninden sonra kazananlarla birlikte fotoğraf çektiren Başbakan Scholz, Sırrı Karabağ ile de podyumda bir süre sohbet etti. Bu arada Hamburg Başkonsolosu Devrim Öztürk ve Ticaret Ateşesi Şevket Ilgaç, Sırrı Karabağ'a Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın tebrik ve başarı temennileriyle destek mesajları içeren mektubunu iletti. Her türlü desteği verebileceğimize, vermeye hazır olduğumuzu da belirtiyor bu.